Kann man das Geschlecht von einem ungeborenen Baby beeinflussen? Das hat mich die liebe Sarah gefragt. Wir testen es heute mit diesen beiden Sim. Der gelbe Sim möchte ein Mädchen bekommen und der violette Sim einen Jungen. Als allererstes brauchen wir einen Menschen, der uns schwängert. Irgendwelche Freiwilligen? Vielleicht der junge Mann hier auf dem Fahrrad? Ja, perfekt, den nehmen wir. Zuerst hat er Spaß mit der gelben Frau und dann auch noch mit der violetten Frau. Das war ihm offensichtlich zu viel. Aber hallo, Sensi. Und beide Frauen sind jetzt tatsächlich schwanger. Die Person, die einen Jungen will, bekommt tatsächlich ein Mädchen. Und umgekehrt. Okay, das ist die beste Ausgangssituation. Um ein Mädchen zu bekommen, brauchen wir als allererstes ein Radio. Wir gönnen uns direkt das teuerste. Und jetzt müssen wir die ganze Zeit Popmusik hören. Und was wir jetzt noch brauchen, um ein Mädchen zu bekommen, sind Erdbeeren. Und dieser Sinn möchte ja einen Jungen bekommen. Und deswegen muss sie alternative Musik hören. Und um einen Jungen zu bekommen, müssen wir ganz viele Karotten essen. Wir schicken sie direkt ins Krankenhaus. Und es hat tatsächlich funktioniert. Und die andere Frau ist jetzt auch in den Wehen. Sie wollte unbedingt einen Jungen bekommen. Und es hat funktioniert.